unsichtbare Zahnspange. Was ist damit alles möglich? Das ist eine Frage, die bekomme ich immer wieder gestellt. Erst geht es mit dieser komischen Schiene überhaupt? Die ist ja so weich. Kann man damit überhaupt Zähne bewegen? Wisst ihr was? Bilder sagen mehr als 1000 Worte und ich zeige euch heute einen bisschen komplexeren Fall, damit ihr ein Gefühl bekommt, was alles möglich ist. Ihr kennt ja aus dem Internet diese Fälle. Das sind, ich habe hier so einen einfachen Fall einmal von uns dargestellt. Ihr seht, da ist also die Unterkieferfront so ein bisschen verschachtelt. Ja, man kann das gerade stellen. Hier die Oberkieferfront, besser gesagt, wenn man sich den Oberkiefer anschaut, der ist hier so spitzförmig zulaufend. Ja, man kann wieder einen schönen harmonischen Zahnbogen herstellen. Auch hier, wenn man sich das anschaut von vorne, sieht man, ja, das ist ein recht plausibles oder ein sehr schönes Ergebnis. Das ist aber ein recht einfacher Fall, wobei, ihr seht, man kann richtig die ganze Kieferform ändern. Gut, da habe ich euch auch schon gezeigt, offener Biss, gibt es ein eigenes Video dazu. Dieser Patient, der biss nur hier hinten und hier vorne war das offen. Und da sagte man immer, na, das geht mit den Leinen gar nicht. Ja, das kann man gar nicht machen mit diesen Spangen. Es geht, wir machen es immer und immer wieder. Aber jetzt will ich euch einen Fall zeigen, der ist recht interessant. Denn schaut euch einmal hier diesen Fall an. Da ist der Zahn, ihr seht ihn hier, der ist da richtig nach vorne gewandert. Das heißt, diese ganze Zahnreihe, die ist zu weit vorne. Man merkt das hier, der steht hier so richtig raus. Das ist ja jetzt schon ein bisschen komplizierter, weil da müsste man ja diesen ganzen Bereich nach hinten bewegen. Geht es? Ihr seht es hier, wie steil eigentlich die Frontzähne hier stehen und der Zweier, wie schräg der da nach hinten geht. Was müsste man da eigentlich machen, um das zu bewegen? Da müsste man die ganzen Seitzähne nach hinten bewegen. Ich habe euch das hier illustriert und das obere Segment, seht ihr, als ein ganzer bewegen. Unten ist die Bewegung nicht so stark ausgeprägt, wobei auch hier müsste man den ganzen Bogen nach vorne bewegen. Und hier noch einmal, alle Zähne nach hinten, den dann einreihen und hier dieses vordere Segment als ein ganzer nach hinten bewegen. Noch einmal von vorne das Ganze. Kann sowas mit Alignern klappen? Geht es überhaupt? Noch dazu, diese Patientin, die ist schon älter. Kann man bei einem Älteren solche Zahnbewegungen mit solchen weichen Schienen machen? Das ist jetzt die Frage. Geht es oder geht es nicht? Voilà. Ja, das geht. Ihr seht, das ist also vorher, nachher. Wenn ihr euch anschaut, dieser Zahn, wo der gestanden ist, der ist hier jetzt wieder eingereiht. Man hat dieses ganze Fragment, wie in der Animation gezeigt, nach hinten geschoben. Man hat dieses ganze Fragment hier in der Front dann verändert. Das heißt, man hat hier eine komplette Kieferseite nach hinten bewegt. Step by step, immer einen Zahn nach dem anderen. Und wenn man sich das Ergebnis jetzt anschaut, dann merkt man, die Zähne sind hier eingereiht. Was die Patientin, was man jetzt noch verbessern könnte, dass man hier das Zahnfleisch zwischen den Zähnen ein wenig aufbaut. Da gibt es ein Video, das nennt sich Vista-Technik, dass sozusagen diese Dreiecke verschwinden. Aber wenn ihr euch das Vorher-Nachher-Bild anschaut, die Patientin ist gekommen, die war parodontal ein wenig geschädigt, hatte eine Zahnfehlstellung, Zahnstein und, und. Wir haben dann den Zahnstein entfernt, wir haben sie parodontal gescreent, wir haben kieferorthopädisch die Zähne korrigiert. Sie hat jetzt ganz zart rosa Zahnfleisch, gesunde Zahnfleischverhältnisse. Wir haben die Zahnstellung korrigiert und jetzt könnte man noch, wenn die Patientin wünscht, diese dunklen Dreiecke ein bisschen optimieren. Und ihr seht aber, was eigentlich alles mit diesen Alignern möglich ist. Dass man auch in höherem Alter ganze Kieferfragmente bewegen kann. Erkundigt euch immer gut, was ist alles möglich? Lasst euch das schriftlich geben. Gebt euch nicht zufrieden mit, na, das geht nicht oder das muss man mit klassischen Brackets machen. Denn heute ist mit diesen Alignern sehr, sehr viel möglich. Sucht euch einen Arzt, der euch da genau aufklärt, der sich die Zeit nimmt. Und ihr werdet es merken, man kann so einige Fehlstellungen, wo man sich gedacht hat, das geht nie, kann man mit Leichtigkeit korrigieren. In diesem Sinne, ich freue mich wie immer über Kommentare. Alles Liebe!